Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Myth Wukong. Und wir sind jetzt hier schön nach dem Boss und gehen direkt zum nächsten Gegner, der uns auf die Fresse gibt. Angenehm. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Hey. Ha, lol. Du bist nicht so vielleicht zum Boss, du Haufen. Ich bin jetzt auf jeden Fall guter Dinger. Ich denke mal, wir können es jetzt easy schaffen, den auf jeden Fall wegzuklatschen. Weil der kann, ich gucke euch den an. Das ist ja nur ein Riesenbaby, der kann doch nichts. So, rote Flut. What the fuck, Junge? Hä? Ich kann auch mich nicht heilen. Ich kann mich nur zurückverwandeln. Dann drauf geschissen, weil... Ach so! Oh mein Gott, der hat eigene HP. Das habe ich jetzt leider nicht ganz kapiert, muss ich zugeben. Also das ist auf jeden Fall ein massiv heftiger Au. Okay. Junge, der ist komplett krank. Okay, ich mach das lieber nochmal. What the fuck? Also der Typ ist ja so... Wow! Ich dachte kurz, okay, ja, kein Problem, aber wow! Naja, ist ja gar kein Ding. Einfach ganz kurz heilen. Solange wir nicht drauf gehen, gehen wir nicht drauf. Das ist die Philosophie, die wir heute mitnehmen. Scheiße, Alter. Okay, na dann. Wenn es sonst nichts ist, ne? Stark. Ich wollte ihn eigentlich weiter aufladen. Oh. Level. Leben. Erstmal Leben. Das sind zwar erstmal ein paar Punkte, wobei, was ist das? Gewährt mehr Fokus, wenn die zweite Aktion einen leichten Angriffskompo einen Gegner trifft. Ich weiß halt nicht, wie krass wichtig das alles denn wird, weißt du? Was ist das denn hier unten? Ja, das finde ich doch schon gar nicht so geil. Das klang irgendwie cooler, als es ist tatsächlich. Also bis jetzt zumindest. Wer weiß, ich finde es ja noch richtig gut. Oh, das ist aber auch geil, ne? Nee, erst leben. Erst überleben. Dann können wir weiter überlegen. Weil das ist schon mal ein, ich weiß noch nicht, das sieht jetzt zwar nicht aus, als würden wir viel leben, aber... Ne? Lächerlich. Also, wie mache ich den am besten? Schwerer Angriff Mondjagd, leichter Angriff Mondtanz. Die gute alte Button-Spam-Taktik. Frech. Alter!
glaube, ich werde wirklich zum Affen, du. Mal so ganz den Bein, ne? Fuck. Ich dachte, das reicht noch ganz kurz. Oh nein, ich hab doppelt getrunken. Hm, egal, nicht schlimm. Uiuiui. Okay, okay, okay. Nein, da war die Ausdauer komplett leer. Was? Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ein bisschen knapp. Das ist kein Ding. Oh ja! Sieg wandelnder Schatten. Boah, Junge, was für ein Koloss. Alter. Katzenaugenperlen, dritten Geistfunken, Geistessenz, Steinseele gönnen wir uns. Blut des Eisenstiers. Geister können nicht ohne Führung absorbiert werden. Say what? Okay. Wow. Rarität. Katzenaugenperlen. Erhöht die kritische Trefferchance leicht. 3%. Oh mein Gott. Es gibt Prozentangaben und nicht nur, das wird auf jeden Fall leicht erhöht. Dankeschön. Das ist so ein Ding, das ist bei Spielen mittlerweile echt traurig, dass es nicht immer dabei steht. Damn, Junge. Ja, direkt, ne? Wie gesagt, erleben. Rein da. So. Ach so, der hat sich. Okay, die kosten einfach dann hier Dingenspunkte. Okay, stark, stark. So, Inventar. Nein, nicht das. So. Um wahre Größe zu erlangen, muss man die Mücke übertreffen, die es fertig war, das Blut des Eisenstiers zu saugen. Oh, einen stärkeren Geist zu kultivieren. Okay. Mhm. Ja, die Tagebücher, die lesen wir uns beim nächsten Mal durch, würde ich sagen. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz hier weiter. Oder weißt du was? Komm, das machen wir jetzt eben. Holy shit, Junge. So. Krähenwahrsager. Ist das richtig? Den haben wir doch schon. Oder nicht? Doch, den hatten wir doch schon. So, erstmal Wolfsschütze. Ein Meisterschütze ganz und gar, furchtsam im Antlitz von Gefahr. Sein Handeln ist von Angst bestimmt, die Flucht sein Heil, schnell wie der Wind. Der König des schwarzen Windes veranstaltete im Tempel ein Bankett zur Feier seines Geburtstags, zu dem alle Yao Guai erschienen. Während des Festmahls befestigte der König einen Glücksbringer am Ast eines Baumes. Er verkündete, dass jeder, der ihn mit einem Pfeil treffen könne, als Belohnung eine seltene, stärkende, goldene Pastille erhielte. Die Yao Guai gaben sich die allergrößte Mühe, doch der heftige Wind vereitelte all ihre Versuche. Unter den Gästen befand sich ein alter Wolf, der für sein einmaliges Geschick mit dem Bogen bekannt war. Natürlich ist auch das erste, woran ich denke, Bogenschießen, Wolf. Macht Sinn. Er gab sich zurückhaltend und bescheiden und genoss in einer Ecke unauffällig seinen Trunk. Einige eifrige Yao Guai baten ihn, es zu versuchen. Obwohl er zuerst ablehnte, drangen sie so lange auf ihn ein, bis er widerwillig zustimmte. Bedächtig erhob sich der vom Alter gezeichnete Wolf und begab sich in Position. Ein paar der Jünglinge lachten ihn aus, weil sie ihn für unfähig hielten. Unbeeindruckt spannte er seinen Bogen, ruhig seinen Bogen, ließ einen Pfeil fliegen und traf unter lautem Gejohle der Menge genau ins Schwarze. Der alte Wolf erhielt die Belohnung und die anderen prosteten ihm voller Bewunderung zu. Unter ihnen war ein Jüngling, der betrunkene
der betrunken seine Meinung zu dem Bullust kundtat. Mein Gott, was ein komischer Satz. Wie großzügig unser König doch ist, erklärte er, viel besser als dieser Ling Xuzi, der zwar gut Pastillen machen konnte, sie aber nie mit seinem Untergebenen teilte. Was für ein Geizkragen. Bei den Worten des Jünglings zog ein Schatten über das Gesicht des alten Wolfs und er verschwand schweigend. Er ist schon lange von der Herrschaft unseres Königs mit Ling Xuzi, das ist ein so komischer Name, super schwer auszusprechen für mich, über den Berg gestreift. Nun hast du seinen verstorbenen Meister vor ihm herabgewürdigt. So loyal, wie er ist, steckst du jetzt in Schwierigkeiten, warnte ein älterer Guai. Der junge Guai tat die Warnung jedoch mit einem Schulterzucken ab. Am nächsten Tag brachte der alte Wolf dem König die goldene Pastille zurück und meinte, ihr Wert sei zu groß für einen Bogenschützen. Als sie das hörten, drängten die anderen Yao Guai den Jüngling dazu, sich zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Doch er blieb trotzig. Als der Jüngling einige Tage später umherstreifte, wurde er von mehreren Pfeilen getötet, die allesamt sein Herz durchbohrten. Viele meinten, dass nicht einmal die goldene Pastille den Jüngling vor sein Schicksal hätte bewahren können. Okay. Banditenhäuptling. Ja, das war der, der uns auch einmal gut auf Fresse geben konnte. Ein bescheidenes Leben, das nun auf Rache sinnt, die Wege verschieden, doch stets vom Feuer bestimmt. In längst vergangenen Tagen lebte in dem Dorf ein Jüngling, der Sohn eines Meisters der Kampfkunst. Sein Vater war dem Alkohol zugetan, was ihn nach einer unbedachten Tat hinter Gitter brachte, sodass der Jüngling und seine Mutter allein ums Überleben kämpfen mussten. In ihrer Not nahm der junge Mann jegliche Arbeit an, um sie zu versorgen. Die Dorfbewohner lobten den treusorgenden Sohn, der sich um die Mutter kümmerte. In einem Unglücksjahr voller Missernten brachten Mutter und Sohn auf, um Zuflucht bei Verwandten zu suchen, doch unterwegs trafen sie auf Banditen. Mit stechenden Augen und vernarbten Gesichtern zückten sie ihre Klingen und verlangten nach Gold. Mutter und Sohn, mittellos, konnten nur um Gnade flehen, doch die Banditen kannten keine Gnade und schickten sich an, klingt irgendwie auch komisch. In Angesicht des Todes packte der junge Mann das Messer des eines... Mein Gott, also jetzt gerade, ihr müsst mir ein bisschen verzeihen, aber wir haben jetzt langsam 1:30 morgens. Da wird die Lesefähigkeit ein bisschen schlechter. Im Angesicht des Todes packte der junge Mann das Messer eines Banditen, setzte dem Leben seiner Mutter entschlossen ein Ende und schwor dem Banditen die Treue. Natürlich, was man halt eben so macht. So schloss er sich ihnen an. Schon bald verbreitete sich die Kunde über seine Tat und man nannte ihn einen Feigling und einen verfluchten Sohn. Die Jahre zogen ins Land und eines Tages wurde die gesamte Banditenbande ausgelöscht. Es blieb keine Spur von ihnen zurück. Manche sagten, ein Held hätte das Land vom Bösen befreit und für Gerechtigkeit gesorgt. Andere behaupteten, ein Guai wäre aus den Bergen gekommen, um längst überfällige Vergeltung zu üben. Es wurde hitzig diskutiert, doch letztendlich geriet die Geschichte in Vergessenheit. Eines Tages kam ein blutüberströmter Mann aus den Bergen gestolpert und berichtete von einer Begegnung mit einem Riesen, von einem Banditen, weder Mensch noch Guai, der mit einer gewaltigen Klinge die Straßen bedrohte. Er hatte verblüffende Ähnlichkeit mit dem verfluchten jungen Mann und doch sprach er davon, die Menschlichkeit von ihren Bürden zu befreien. Ha. Ginsengspross. Der war auch echt übel. Viele Gaben birgt dies mystische Kraut, es nicht nur stur aus der Erde schaut. Hat Wurzeln aus Beine, erquickt Körper und Geist, doch zu viel zu nehmen sich als unklug erweist. In alten Schriften steht geschrieben, dass der Verzehr von Ginseng ein langes Leben bescheren könne. Deshalb entwickelten viele eine glühende Leidenschaft für den Konsum dieser kostbaren Knolle, besonders gereifte. Einige Gelehrte hielten jedoch nichts von dieser Mode und sahen in Ginseng sowohl ein Elixier als auch ein Gift. Sie führen die Beliebtheit der Pflanze auf ihr menschenähnliches Aussehen zurück. Nichtsdestotrotz fand jeder, der seinen Lebensunterhalt mit der Ernte von Ginseng verdiente, stets willige Käufer. Tief im Tal zitterten die Ginseng-Sprosse vor Angst, als sie den unverwechselbaren Klang von Schritten vernahmen. Okay. Ich finde diesen Erzählstil echt geil, ne? Aber... Ich finde das halt so interessant, das ist halt schon eine komplett andere Kultur, ne? Das merkt man so krass einfach, sowohl vom Schreiben her, als auch eigentlich von allem Punkten her. Aber irgendwie echt geil gemacht. Schönes Ding. So, es war der allseits gefürchtete Takt der Bergschuhe der Ginseng-Erntearbeiter, die die dichte Schicht verrottender Blätter und felsiger Erde unter sich zerstampften. Und mit jedem unheilvollen Echo verschwanden die Geschwister der Ginseng-Pflanzen, eines nach dem anderen. Nur die
Hoppala. Nur die Kleinsten entgingen diesem grausamen Schicksal, da ihre winzige Statur ihnen eine Gnadenfrist ermöglichte. Doch auch sie trugen das Zeichen ihres Untergangs, ein blutroter Faden, der sie kennzeichnete und an Ort und Stelle hielt. So lebten sie in Ungewissheit, wann die Erntearbeiter zurückkommen würden, um sie auszugraben, sobald sie ausgewachsen waren. Ja, und das hab ich erstmal gemacht, ne, und dann erstmal auf die Fresse gekriegt, ne, wie man's halt kennt. Geschwind und unbarmherzig verrann die Zeit, und eines Tages kehrte der vertraute Klang der Schritte zurück. Nach so vielen verstrichenen Jahren waren es wahrscheinlich die Nachkommen der Erntearbeiter, Generationen jünger als ihre Vorfahren waren. Die Schritte beschleunigten, die Vorfreude war fast greifbar. Gewiss hatten sie die blutroten Fäden entdeckt. Doch oh, weh, welch Unglück. Als der Ginseng-Erntearbeiter nach dem Faden langte, machte er eine grausige Entdeckung. Die verschlungenen Überreste eines Skeletts. Schon lag ihm ein Fluch auf den Lippen, doch bevor es ihn ausstoßen konnte, begann der Boden hinter ihm zu poltern und loses Erdreich aufzuwirbeln. Er wandte den Kopf, das Erdreich teilte sich und gab eine monströse Kreatur frei, die bedrohlich über ihm aufragte. Der Erntearbeiter floh voller Angst, während seine panischen Schreie, die von menschenfressenden Guai kündeten, die Luft durchschnitten. Jo. Elite-Yaguai. Der Guangxi. Um sich zu beweisen, warte erstmal hier. Um sich zu beweisen, war sein Rat ein schlimmer. Doch schmeckte er der eigenen Bosheit bitterer Frucht. Gerechtigkeit mag schweigen, doch schläft sie nimmer. Und wenn sie zuschlägt, trifft sie mit voller Wucht. In seiner Jugend war Guangxi kein Mönch, sondern ein kleiner Wolfsguai, der sich danach sehnte, ein Mensch zu sein. Er nahm oft menschliche Form an, um in der Stadt zu spielen, doch die Menschen durchschauten ihn jedes Mal und jagten ihn fort. Als er die anderen Yao Guai fragte, warum, erklärten sie, du magst aussehen wie sie, aber du verhältst dich nicht wie sie. So finden sie es heraus. Wenn du lernen willst, wie ein Mensch zu sein, geh und lebe unter ihnen. Verbringe die Zeit mit ihnen, um ihre Gepflogenheiten und Manieren zu lernen. Er nahm sich diesen Rat zu Herzen und flehte seinen Meister an, seinen Wunsch zu erfüllen. Sein Meister, der alte Ling Xuzi, der den Schwarzberguai des Berges nahestand, stimmte zu. Der Schwarzberguai verwandelte den Welpen in einen kleinen Mönch und entsandte ihn unter den ältesten Yinshi zu lernen, einem alten Freund. Anfangs mochten ihn die anderen Mönche nicht. Sie spielten ihm Streiche, und langsam und gutgläubig wie er war, fiel er immer auf sie herein. Yinshi gab ihm den Namen Guangxi, die große Weisheit, und hoffte, er würde dadurch schlau und gerissen werden, damit ihn die anderen Mönche nicht zu ärgern konnten. Unter Yinshis Sorge und Lehren lehrte Guangxi zu lesen, zu schreiben und sich an die Regeln des mönchischen Lebens zu halten. Mit der Zeit passte er sich an ihre Gesellschaft an. Eines Tages trafen zwei Mönche im Tempel ein. Des einen Gesicht war hübsch und andächtig, das des anderen von Fell bedeckt. Sie besaßen einen wunderbaren Schatz, das Kasaya von Immerglanz. Yinshi hatte so etwas noch nie zuvor gesehen und begehrte es geradezu verzweifelt. In der Hoffnung, sich für Yinshis Lehren und seine Sorgen zu revanchieren, spielte Guangxi einen Plan, um es für ihn zu beschaffen. Guangxi hatte keine Ahnung, dass sein Fehler die rote Flammenflut entzünden würde, die seine Heimattempel einschloss. Im Anschluss nahm sich Yinshi selbst das Leben und Ling Xuzi fiel dem Ying Gubang zum Opfer. Selbst der Schwarzbär Guai ergab sich und wurde von Guan Yin gefangen genommen. Guangxi sah, wie viele um seinen Willen gelitten hatten und dass er vollkommen versagt hatte, menschlich zu sein. Er legte seine Mönchsrobe ab und zog sich in die Berge zurück, um nach Yinshis Lehre zu Buße zu tun. Boah, jetzt, ich bin aber froh, wenn der Text zu Ende ist. Jetzt gerade muss ich sagen, ist Lesen schwierig. Ich mag die Texte echt gerne bei alter Schwede. In seinen Jahren der Praktik in den Bergen schmiedete er eine neue Waffe, inspiriert von den lodernden Flammen, die er in dieser Nacht gesehen hatte. Er nannte sie die Rote Flut. Noch heute, nach vielen Jahren, hörte er immer wieder einen Ruf, der durch die Berge hallt. Guangxi, Guangxi. Wer könnte unabhängig lässig nach ihnen rufen? Boy. Meditationsorte. Schwarzwindberg. Ah ja, okay. Nice. Frage. Ja, ne? Ich bin halt auf dem Weg jetzt zum Zurücklaufen. Ich glaube, das machen wir auch. Einmal kurz voll heilen ist sicherer, als dann nachher da irgendwie drauf zu gehen. Damn, Junge. Einmal ein bisschen resten hier. So. Warte, wenn wir schon mal hier sind, wir noch ganz viele Punkte bekommen, dann können wir eigentlich auch schon mal ganz kurz den restlichen Kram auskaufen. Weil wenn der ja endlich ist, dann machen wir das mich jetzt mal hier leer. Ja.
Ich glaube, Steinseelen sind wahrscheinlich wichtiger. So rein schätzungsweise. Okay. Wer kommt zuerst? Meine Freunde. Lol. Okay. Ich hätte mal X-Bär durchspammen sollen. Die können ja gar nichts. Ich mach mal Y hier. Voll unnötig. Wie viel denn da? Weißt du, was echt krass gewesen wäre? Wenn der einfach wieder da wäre. Ah, der war schon krass. Meine Frage, komme ich eigentlich runter? Nee, hier ist Ende, okay. Okay. Schön. Dann ab in die Höhle. Ah ne, ist nur so ein Durchgang. Okay. Ich dachte, ich kann irgendwie hochklettern oder so, aber ist egal. Hm, nice. Mhm. Ein Gegner. Hallo. Oh, viele Gegner. Mhm. Deine kleinen Pfeile kannst du echt sparen. Ja, lol. Er kann seine Verbündeten treffen. Stark. Ah, schön. Kurz ein bisschen mit dem Bogenschützen gespielt. Okay, hier ist sonst nichts, ne? Nice. Guan Yin Tempel. Und bevor wir es vergessen, einmal ganz kurz einen Lebenspunkt reinhauen. Hä? Moment, warte. Achso. Ja, ich will links hinklicken. Nicht rechts. Einen noch, dann haben wir die Lebenspunkte fertig. Wir leveln eigentlich ganz fix. Oder habe ich jetzt noch einen zweiten? Nee, sah kurz so aus. In the backyard is Black Wind Gwai's ally, calls itself Ling Shutsa. Ach, Ling Shutsa. I suggest you get away while you can, little monkey. A little monkey. Das wird auch so, das wird auch bestimmt 100%. Ich hab's wirklich versucht, alles zu vermeiden, mitzubekommen. Aber 100%, ich weiß jetzt schon, spätestens auf Nine Gag werden die Leute doch sowieso abgehen wie sonst was, weil Monkey. Return to Monkey. Hundertprozentig. Rüstung herstellen. Band des Pilgers. Ui. Es gibt einfach fast doppelte Rüstung in diesem einen Punkt da. Lol. Ermöglicht die Verwendung der Gurte beim Sprinten. Okay. Erhöht das Sprinttempo moderat. Erhöht den Angriff mit Sprinten pro Sekunde moderat. Dieser Effekt ist bis zu 10 Mal Stapler und einer beim Stehen bleiben. Stark. 1000 Geistessenz. Ja, die kriegen wir hin. Das sollte kein Problem sein. Ich kann ja auch theoretisch verkaufen. Warte mal, hat das jetzt eigentlich einen eigenen Laden oder ist das jetzt. Nee, es ist ein allgemeiner Laden. Okay, krass, krass, krass. Dann können wir einfach die verkaufen oder nicht, weil die brauche ich ja eh nicht. Ich meine nur. Weil. Ne? Bietet sich doch an. Seid ihr gewappnet für den Krieg? Feiert ihr schon bald den Sieg? Selbst die Achievements sind gereimt. Hämmern und hauen. Klar anlegen. Zack. Weißt du, ganze Kleidung, kein Problem. Aber einmal ein Stirnband angezogen, doppelte Rüstung. Easy. Nein, warte, Moment. Kann ich nicht noch die anderen Dinger durchgehen? Torso. Kleidung des Pilgers. Erhöht das Sprinttempo moderat. Also ist es halt wirklich so ein ganzes Set einfach vom Pilger. Okay, schön. Habe ich schon gedacht wegen der 2 und 4, aber ich wollte es trotzdem testen. Okay. Aber ja, natürlich, klar, warum nicht? Ich meine, 16 Dinge, das sind dann quasi 11 Rüstung mehr. Nehmen wir gerne. Direkt anlegen, finde ich auch gut. Die anderen kosten wie viel? 500.
Und 640. Nett. Sehr schön. Okay, ja, dann gehen wir erstmal jetzt hier hin, würde ich sagen. Wo ich nicht verstehen kann, ne, mit dem Seelen einsammeln bei dem einen Boss, den wir gerade eben besiegt hatten, finde ich ein bisschen schade irgendwie. Okay. Hätte ich ja gerne gemacht. Oder hätte ich irgendwie danach noch gekonnt und hab's irgendwie verpasst. Kann natürlich auch sein. Aber hey, dumm gelaufen dann. Winziges Goldstück und Steinseele. Nett. Kann ich da reinspringen? Ah ne, ist nur so ein Trog, okay. Kann ich hier rein? Nee, ne? Okay. Also ein bisschen rumprobieren, wo wir hingehen können, wo nicht, weil noch... Weil ich versuche jetzt erstmal ganz kurz hier Gold zu bekommen. Oder hier Dingens zu bekommen. Geld einfach. Also ein bisschen Zerstörung anrichten und so, ne? Geht schon klar. Dong. Enzian. Schön. Once you pass that gate, there's no turning back. Hm, könnte auch von den Trollen, sagst du? Stark. Würde ich sagen, gehen wir ganz zurück und bekämpfen die Leute, bis wir die genug Rüstung haben, oder? Macht doch Sinn, oder nicht? Ich sollte vielleicht auch mal ganz kurz erstmal da rasten, damit die auch wieder neu spawnen. Weil wenn wir jetzt hier so nah an dem Ding Gegner haben, dann können wir vielleicht auch mal testen, ob die despawnen oder bleiben. Weil es ja auch so ein Ding, ne? Ist, beispielsweise bei Dark Souls gibt es halt auch diesen Punkt, irgendwann spawnen die halt nicht mehr. Ist wichtig, weil sonst könntest du halt an manchen Stellen, gerade bei dem einen DLC mit der... War das Priscilla oder was? Habe ich jetzt vertäuscht gerade den Namen? Da, wo halt dieses... Das Gemälde ist, wo du halt reingehst. Das Gemälde von Artemis oder irgendwie? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das hieß. Aremis irgendwie so? Ich weiß es gar nicht mehr. Da hattest du auch diese ganzen komischen Kämpfe mit ihren Schilden. Oh. Die respawnen gar nicht. Ja, das ist schade. Dann gehen wir einfach rein, ne? Was soll's. Hacken wir halt Holz. Na dann, mein lieber Boss. Guten Tag. Liegen, schon sie. Und auf die Fresse immer. Weil du bist aus Fell. Du musst auch eigentlich viel machen können mit dem Feuer. Ich würde ausweichen. Gut. Ich wollte auch mal die wichtige Aktion ausprobieren, aber nicht jetzt. Machen wir gleich irgendwann. Einen Schub nehmen wir uns ganz kurz. Wichtig. Wow, okay. Okay, cool. Ich wollte ausweichen, hat nicht so gut funktioniert. Warum auch immer du was hinbeißen willst, mach nicht. Alles klar. Okay. Das war schneller als erwartet. Okay. Scheiße. Oh, das ist schlecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie im Leben notwendig war, aber noch mal ganz kurz. Oh, da wird kassiert, was ich nicht haben wollte. Ich hab mich trotzdem beißen können. Das war gemein. Okay.
Okay. Nein! Was? Was war das für ein krasser Finisher-Move? Ach man, ich dachte nicht mal, ich schaffe den sogar First Try. Das wäre echt knapp gewesen jetzt hier. Schade. Holy shit, Junge. Okay, ich glaube, ich trinke kurz was. Was ein krasses Biest. Ich muss aber auch sagen, ne? Das ist schon echt krass. Wir kommen hier wirklich von Boss zu Boss instant. Aber ich muss auch sagen, ich finde es so tatsächlich sogar schon fast geiler, als jetzt bei den ganzen anderen heutzutage Spielen, sag ich mal. Bei denen halt instant, das hat jetzt nämlich gar nicht gelohnt, bei denen halt instant erstmal nur gegen, ja, Lappen-Chemist. Die respawnen wirklich nicht, ne? Das ist belastend. Ja, egal. Aber hier geht direkt Schlag auf Schlag. Finde ich gut. Okay. Fresh. Ja, mach halt nicht den. Ah, hat sich aber trotzdem gelohnt, glaube ich. Frech. Okay, er springt runter in 3, 2, 1, jetzt. Okay. Okay, okay. 3. 2, 1. Okay, da habe ich mich vertan. Ah, okay, im Aufladen. Ich klappe nicht ganz so mit dem. Doppelt trinken, gar kein Problem. Immer schön auf sicher Dingen zu gehen. Ich sag's euch gleich, warte. Sieg Yaogai König Ling Su Si. Sein Name ist eine Lüge, verpasst eine Rüge. Aber immer schön vorsichtig vorangehen, nicht greedy werden. Grauwolfmaske. Heißes Kernmaterialien. The Black Wing Guard gifted the wolf. Fine gold would be a deserving reward for that fight. Okay. Krass. Aber ganz ehrlich, wir hatten den Fast First Regard, Second Try, bin ich echt zufrieden mit. Gefällt mir. Sehr schön. Ich finde es auch interessant, obwohl du so gesehen nur zwei Angriffe irgendwie so hast, ne, diesen leichten, schweren Angriff. Es ist trotzdem nicht nur einfach X durchspammen. Du machst trotzdem halt auch irgendwie. Also, es ist ein sehr angenehmes Kampfmovement. Ganz ehrlich. Sehr, sehr geil. Oh, und wir haben. Goldstück und Steinseele. Jetzt ist auch die Frage mit der Wolfsmaske. Wollen wir die eigentlich anziehen oder nicht? Müssen wir gleich mal ein bisschen prüfen. Gehen wir erstmal ganz kurz hier hin. Erstmal kurz rasten, dann war den Kram hier schon mal hinter uns. Laden, verkaufen, kurz die Goldstücke, dass wir die wegpacken, weil jetzt gerade brauchen wir die eben. Nicht kaufen, sondern Rüstung. Ich drücke mal Buttons, was sind die Trigger hier? So, gehen wir natürlich hin, Handgelenk des Pilgers.
und die Beinwinkel, nicht Winkel, die Beinwinkel des Pilgers. Erhöht den Angriff beim Sprinten pro Sekunde moderat. Dieser Effekt ist bis zu 10 Mal stapelbar. Okay. Hey, und wir haben bis jetzt direkt schon mal 40 Rüstung. Wir haben quasi unsere Rüstung vervierfacht. Stark, stark, stark. Ja, mehr brauchen wir jetzt hier nicht machen, ne? Genau. Frage, wie sieht es aus mit dem Helm? Ist ja so krass. Ja, 2 Rüstungen. Sieht eher kacke aus, wenn ich ehrlich bin. Fügt gegnerischen, fügt Gegner beim kritischen Leben deutlich mehr Bonusschaden zu. Naja, da finde ich aber das Set schon geiler, ehrlicherweise. Muss nicht. Okay. Interessant. Ich guck gerade noch, wo ich die Stapel sehe, oder sehe ich die? Ich sehe die, glaube ich, gar nicht, ne? Hm. Oh, hier ist dunkel. Eine Schüssel. Himmlische Jade-Lotus-Pastille. Medizin der Himmlischen. Eine wundersame Pastille, die der Gott der Langlebigkeit im südlichsten Teil des Landes erdacht hat und die das maximale Leben stark erhöht. Frage. Wie lange? Weil wenn das jetzt Medizin ist, klingt das für mich jetzt, als wäre es nur ein kurzer Moment. Ah, es ist für immer. Oh, Junge. Nice. Okay, das ist natürlich stark. Ach, und die hat natürlich nichts drin. Ah, dumm gelaufen. Schade. Hier sind wir, glaube ich, jetzt durch, ne? Ja. Sehr schön. Ach, jetzt ist der nächste Punkt. Da war jetzt nur ein Boss zwischen. Nehmen wir natürlich trotzdem gerne mit. Also ich meine, warum nicht? Kurz aus den Haaren rausgezogen, natürlich, klar. Man kennt's. Putz. Und ich würde sagen, das passt auch wieder, oder nicht? War eine sehr geile Folge. So, und jetzt habe ich die ersten 3 Folgen durch. Das ist immer so die erste Aufnahmesession. Ich denke mal, also so schätze ich mal, werde ich die Folgen für euch wahrscheinlich Freitag, Samstag, Sonntag gebracht haben. Wenn ich es nicht hinkriege, wegen zeitlichen Gründen wahrscheinlich Samstag, Sonntag, Montag. Ihr seht es jetzt ja selber dann, ne? Lol. Ja. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie führen wir das weiter? Mache ich das jetzt weiter täglich? Weil ich finde, das ist schon eigentlich fast wert. Ich glaube, ich mache das erstmal täglich. Eventuell dann mal auf 2 Tage umschweifen, wenn es nicht passt. Ansonsten ist ein zuerst Eindruck. Ist ein richtig geiles Game. Also es macht vom Movement her Spaß, der Kampf ist geil, die Bosse sind echt geil, also ohne Scheiß. Sehr, sehr nice. Und irgendwie ist alles stimmig. Also gerade das Intro war übertrieben geil. Es ist optisch echt super. Musikalisch geil bis jetzt. Ich muss sagen, also wirklich bis jetzt müsste 10 von 10 für mich. Bis jetzt. Mal sehen, vielleicht ändert sich das ja noch. Und noch genau dieser richtige Mix aus Erkunden, Kämpfen und sonst irgendwas. Es ist nirgendwo, dass du in irgendeinem Part richtig ewig sitzt. Wenn wir jetzt mal so genau drüber nachdenken, so viele Gegner haben wir noch gar nicht bekämpft. Aber trotzdem genug, dass sich das anfühlt, als hätte man viel geschafft. Das hat so ein bisschen dieses Feeling von Dark Souls 1. Wo du gefühlt eine Stunde durch ein Gebiet gelaufen bist. Eigentlich faktisch gesehen dich gerade mal 20 Meter bewegt hast, gefühlt so. Aber irgendwie schon 2 Bosse gelegt hast, 30 Ebenen geschafft hast, unterwegs aber trotzdem nur so eine Handvoll von den gleichen Gegnern hast, so dieses kleine passagenmäßige Vorangehen, finde ich irgendwie doch viel geiler für so ein Spiel, als jetzt zum Beispiel so bei Elden Ring mit dem Open World. Hat auch Vorteile, aber ist halt irgendwie für mich persönlich angenehmer. Finde ich sehr, sehr geil. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, bin auf jeden Fall richtig jetzt in diesem Modus drin. Das werde ich jetzt durchzocken. Aber Hardcore. Mega geiles Game. Und würde ich sagen, mit diesem schönen Anblick hier. Wobei, ich gehe mal aus dem Inventar raus. Ist ein besserer Endpunkt in Screen so. Haut rein, ne? Ciao.